Herzlich willkommen bei Cobra Virtual Conference. Mein Name ist Peter Steinacker. Ich bin Anwendungstechniker und Projektleiter bei der Firma DataM. Und heute möchte ich mit Ihnen über ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen sprechen. Zu meiner Person möchte ich Ihnen noch Folgendes rüberbringen. Die Ausbildung habe ich als Maschinenbautechniker gemacht in Bonn. Und meine Tätigkeiten waren Konstrukteur bei einem ganz, ganz großen Stahlbetrieb in der Nähe von Troisdorf, dann als Betriebsleiter und Projektleiter. Berufserfahrung habe ich 30 Jahre in der Rollumformtechnik, sowohl in offenen als auch geschlossenen Profilen und Zielprofile. Auf Zielprofile komme ich später nochmal darauf zu sprechen, was auch sehr, sehr interessant ist. Aber wichtig ist, dass die offenen und geschweißten Profile, dass ich mich da sehr, sehr gut auskenne. Eine Auswahl unserer Dienstleistungen. Heute möchte ich mit Ihnen über die individuelle Beratung, Prüfung der Herstellbarkeit, Entwicklung neuer Möglichkeiten, Konstruieren von Rollenwerkzeugen, Betreuung beim Profilieren von Prototypen, Problemlösung von Profilierfehlern und Schulung von Mitarbeitern reden. Wir beraten, wie man ein Profil kostengünstig herstellen kann. Hier möchte ich aber noch mal kurz was einbringen. Die Firma DataM hat mehrere Konstrukteure, wo ich also auch darauf zugreifen kann. Wir haben Konstrukteure in England, in Polen, in Indien und in Deutschland. Also wir sind weltweit vernetzt und arbeiten für sehr, sehr viele Firmen weltweit. Kommen wir nochmal drauf zurück, kostengünstig herstellen. Ja, es ist so, dass nicht immer Rollprofilieren unbedingt kostengünstig sein muss. Denn wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte so 500 Meter von dem Profil haben, stellt sich wirklich die Frage, ist es nicht besser von der Profilform zu kanten? Oder werde ich es vielleicht sogar ziehen auf einer Ziehanlage? Oder wird es wie auch immer anders noch verformt? Ich sage jetzt mal per Hand verformt. Oder wollen wir wirklich mit Rollenwerkzeugen arbeiten? Das ist dann die Frage, wo wir Sie beraten können und sagen, pass mal auf, das lohnt sich noch nicht auf dieser Anlage. Da brauchen Sie zu viele Rollenwerkzeuge. Da setzen Sie so viel Geld an Rollen rein. Das sollte man vielleicht anders machen. Jetzt kommt aber auch der Kunde an und sagt, ja, ich habe hier ein Profil und möchte das Profil gerne herstellen. Ich frage, haben Sie eine Maschine? Nein, ich habe keine Maschine. Wie soll ich das machen? Dann sagen wir, gut, dann machen wir ein Pflichtenheft. Schauen Sie mal, Sie wollen dieses Profil machen. Sie wollen da Löcher reinmachen. Wollen Sie die Löcher später per Hand reinmachen oder in einem extra Arbeitsgang oder soll es vorher passieren? Und jetzt setzen wir uns mit Ihnen zusammen und sagen, was wollen Sie jetzt wirklich? Wie soll das Profil gemacht werden? Soll vorher, wir gehen jetzt mal auf eine Anlage, sollen da 10, sollen da 20 oder 30 Gerüste gebaut werden? Das können wir schon mal sagen, wenn wir die Profilform sehen. Das nächste ist, wenn wir sehen, da kommen Löcher rein, werden wir mit Ihnen auch darüber reden, vorne die Löcher, also werden die am glatten Band reingemacht oder werden die ganz zum Schluss im fertigen Profil reingemacht. Und hier sieht man schon, man hat mehrere Teilbereiche. Erster Bereich, Haspel, ja, Doppelhaspel oder Einfachhaspel, wo dann der Ring drauf kommt. Das nächste Bereich ist Vorstanze. Nächster Bereich ist vielleicht dann eine Richtanlage, also Bandrichtmaschine. Dann kommen die Profilgerüste. Dann zum Schluss kommen vielleicht noch die Richtmaschine, sprich das Profil muss ja auch dann nochmal gerichtet werden, ob wir ein, zwei oder drei Richtköpfe brauchen und ob wir sägen, abstanzen, wissen wir auch noch nicht. So, und das wird alles in einem Pflichtenheft festgehalten. Und Sie können dann mit diesem Pflichtenheft, können Sie dann zu den einzelnen Firmen gehen. Der eine baut Haspel, der andere baut Stanzen, der nächste baut die Profiliermaschine und wiederum einer baut
wie auch immer, vielleicht die Richtanlage. Und so können Sie das wie ein Puzzle zusammenstellen und die Kosten sehr, sehr gut überschauen. Als wenn Sie hingehen und sagen, hier hast du ein Profil, jetzt bauen wir eine Maschine und dann baut er Ihnen eine Maschine, ja, aber ob die Maschine nachher wirklich so ist, wie Sie das haben wollen, wage ich manchmal zu bezweifeln, weil viele Kunden kommen an und sagen, Herr Steinacker, hätte ich doch und wissen Sie, und ich muss jetzt noch ein anderes Profil machen und ich habe gar nicht mehr genug Stationen und ich weiß nicht. Setzen wir ein Pflichtenheft, das lohnt sich immer, jederzeit. Prüfung der Herstellbarkeit. Wir prüfen, ob das Profil auf Ihrer Maschine geeignet ist. Sie kommen an und sagen, ich habe hier ein Profil und das möchte ich auf meiner Maschine machen. Ja, gut. Ist die Wandstärke denn okay? Sie haben hier eine Wandstärke von 6 mm und Ihre Maschine hat eine 50er Welle. Da können Sie maximal 3 mm drauf machen. Ja? Also da prüfen wir tatsächlich. Oder die Bandbreite. Passt die Bandbreite auf Ihrer Maschine? Passt die Dicke auf Ihrer Maschine? Ist die Höhe in Ordnung? Ja? Passt das mit der Höhe zusammen? Und all dieses können wir, wenn wir Ihre Unterlagen Ihrer Maschine bekommen, können wir das prüfen. Wir können zum Beispiel das Profil ganz schnell mal abwickeln und dann sagen, okay, die Bandbreite passt in Ihre Anlage oder die Bandbreite passt nicht oder wir müssen noch irgendetwas machen. Wir prüfen, ob das Profil prozessfähig ist. Ja, viele Profile sehen zwar schön aus, aber sind die dann auch im Prozess, ja, überhaupt so machbar? Ich nehme ein Beispiel. Ein Edelstahlprofil, ja. Jeder sagt, ja gut, ich mache ein Edelstahlprofil und die Rollen ist ja auch gar kein Problem. Doch, ist ein Problem. Denn an manchen Stellen kriegen Sie eine Kaltaufschweißung und dann haben Sie keine Prozessfähigkeit mehr. Das heißt, es setzt sich immer mehr Material auf die Rollen drauf von diesem Edelstahl, immer mehr, und es drückt sich dann in das Profil ein. Und somit haben Sie keine Prozessfähigkeit mehr. Wenn aber die Rollen anders gelagert werden oder vielleicht anders konstruiert werden, dann gibt es eine Prozessfähigkeit, was wir dann natürlich auch prüfen und können dann sagen, okay, hier müssen wir vielleicht mit Seitenrollen arbeiten oder hier müssen wir mit ganz speziellen Rollen arbeiten. Wir prüfen die Toleranzen und geben Vorschläge zur Profilform. Ja, manch Konstrukteur, der hat keine Ahnung vom Rollprofilieren und kennt es vielleicht auch gar nicht und sagt, jo, für mein Auto brauche ich da eine B-Säule und die Toleranzen, die sollen sein plus minus 0,01 in der Breite und vielleicht in der Höhe plus minus 0,001. Die können das ja fräsen. Nee, klar kann man das fräsen, aber nicht profilieren. Und wenn wir profilieren, dann wird es so teuer, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt. Ja? Und in dem Falle gehen wir hin und sagen, Konstrukteur, müssen die Toleranzen denn so eng sein? Schauen Sie mal. Nehmen wir mal ein normales U-Profil und Sie wollen eine Toleranz von plus minus 0,01. Dann setzen wir 30 Stationen an für ein U-Profil. Dann sagt er, habt ihr sie noch alle? Gut. Wenn Sie aber plus minus 0,1 setzen, dann brauchen wir weniger als die Hälfte an Stationen. Denn so kriegen wir das Profil besser im Griff. Ja? Denn je enger die Toleranzen sind, desto mehr Stationen benötigen Sie, um das Profil auch wirklich zu halten. Es setzt sich Wärme aus. Ja? Bei jeder Verformung gibt es Wärme. Das dehnt sich aus. Sie müssen das wieder zusammendrücken. Sie müssen das so gut einstellen, das lohnt sich dann schon gar nicht mehr. Also redet man über die Toleranzen und wir geben dann nochmal Vorschläge zur Profilform, wo wir sagen, sag mal, muss die Profilform so sein oder können wir da nicht vielleicht noch eine Kleinigkeit ändern oder ich sag mal den Schenkel vielleicht ein bisschen einknicken oder irgendetwas, wenn wir wissen, wo es eingebaut wird, dass man es vielleicht einfacher hat. Wir denken dann immer daran, kostengünstig herstellen, einfach und kostengünstig. Und da sind Sie bei uns an der richtigen Stelle.
Entwicklung neuer Möglichkeiten. In Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickeln wir neue Profile. Ja, der Kunde sagt, ich möchte da das einbauen, aber ich weiß noch nicht so, wie das Profil aussieht oder ich brauche dann noch eine andere Statik und wie kriegen wir das hin? Ja? Dann sagen wir, gut, wir schauen uns das an und setzen mal das Profil in ihr Teil rein. Wie viel Platz haben wir da? Und dann gucken wir, ob wir vielleicht was mit einer Doppelung an Schenkeln oder können wir vielleicht in der Dicke etwas machen oder können wir in der Höhe etwas machen oder vielleicht nur eine kleine Sicke rein, dann haben sie wieder eine Stabilität im Profil. Also das sind so Dinge, die wir mit ihnen besprechen und schauen dann, passt es dann auch auf ihre Anlage? Ist der Einsatzzweck überhaupt gegeben? Wenn ich da so eine Sicke reinmache, kann ja sein, dass das gar nicht in das Teil mehr reinpasst. Oder wenn ich eine Doppelung reinbringe, passt es vielleicht nicht mehr ins Teil rein. Deshalb, wir schauen den Einsatzzweck mit Ihnen zusammen. Wir gucken auf die Maschinengegebenheit. Ist es auch auf Ihrer Maschine dann möglich, das so herzustellen? Und ist es überhaupt wirtschaftlich? Das ist ganz wichtig. Ist es wirtschaftlich, das so zu machen? Oder müssen wir vielleicht ein hochfestes Material einsetzen? Dass wir sagen, wir können zwar die Wandstärke behalten, wir müssen aber ein hochfestes Material einsetzen. Schafft die Anlage das? Ja? Diese Fragen, Überfragen, die können wir Ihnen beantworten oder helfen Ihnen, ob das dann auch wirklich möglich ist. Konstruieren von Rollenwerkzeugen, das ist natürlich unsere Spezialität. Wir konstruieren Rollenwerkzeuge und zwar kompletten Rollenkonstruktion. Das heißt, Sie kommen mit Ihrem Profil und sagen, können Sie mir ein Angebot machen, was kostet diese Konstruktion auf unserer Anlage? Wir schicken Ihnen ein Formular, wo Sie eintragen, wie die Anlage aussieht, zum Beispiel die Höhe, die Breite, Wellendurchmesser, Abstände der Stationen und so weiter und so fort. Und dann gebe ich Ihnen ein Angebot, ob das auf Ihrer Anlage A möglich ist und was es kostet. Und wir machen dann eine komplette Rollenkonstruktion. Das heißt, wir machen die Profilblume. Dazu setzen wir die Rollen ein, die dann auf dieser Profilblume passen. Dieses zusammen ergibt dann einen Einbauplan. Dieser Einbauplan sieht dann so aus wie bei IKEA, so ein Plan, ja. Setzt die Rolle auf da drauf und setzt die Rolle in die Achse rein und Rolle B kommt zu Rolle A und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr gut anschaulich und übersichtlich. Aber der Trick an der ganzen Sache ist, dass wenn wir dann den Einbauplan haben, wir das Ganze über eine FEA-Simulation machen. Die Finite-Elemente-Simulation ist ein Werkzeug, was uns unwahrscheinlich hilft, zu sehen, passen die Rollen so, wie wir uns das vorstellen? Geht das Material auch wirklich so da durch oder läuft das irgendwo rechts raus? Oder ich sage immer, wird da eine Achterbahn draus? Ja, knickt das oder sowas? Nein, ganz, ganz wichtig, dann brauchen wir, wenn wir diese FEA-Simulation nicht hätten, dann würden wir die Rollen fertigen, wir würden das in die Anlage reinbauen, wird sehr viel Zeit kosten, sehr viel Geld kosten und stellen fest, in Station 25, ja, reißt mir das Material oder geht mir das Material kaputt. Das konnten wir oder können wir heute alles über FEA-Simulation im Vorfeld sehen und analysieren. Und dann wissen wir ganz genau, was wir da tun, bevor wir irgendeine Rolle gefertigt haben, irgendeine Rolle gedreht oder eine Maschine stand, ja, das können wir alles über FEA-Simulation machen. Betreuung beim Profilieren von Prototypen. Natürlich ist es so, wenn Sie einen Prototyp haben oder ein neues Profil haben und kommen damit nicht klar und sagen, Herr Steiner, mein Gott, ich habe jetzt schon alles ausprobiert und das funktioniert so nicht und ja, das, was ist denn da los? Dann können wir Sie einmal über die Einbausituation vor Ort beraten. Das heißt, wir sagen, wir werden das Profil ausschnüren. Das heißt, wir schauen, laufen die Rollen wirklich ineinander bzw. in der Spur richtig
in die richtige Richtung. Ja, natürlich laufen die so in die richtige Richtung. Nein, aber ist die eine Station mit der nächsten Station wirklich so kompatibel oder gibt es da irgendwelche anderen Spuren? Ja, deshalb sagen wir, wir richten das Profil in der Anlage aus, indem wir das ausschnüren. Mit einer Schnur wird es ausgeschnürt. Prüfung der einzelnen Umformstationen, das ist dann auch wichtig. Wir schauen, liegt die eine Station zur nächsten Station gleich? Wir setzen ein Lineal an und schauen, ist das wirklich alles gleich? Sind die Spuren von der einen Station in die nächste Station kompatibel oder laufen da ganz neue Spuren? Ja, das wird von uns dann auch direkt geprüft. Teilweise können wir es mal über Video machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da sieht man nicht alles genau. Und dann muss man sagen, geh mal zurück und mach da und schau mal da rein. Und dann müssen wir mit dem Spiegel mal gucken, sind die Abstände der Ober- und Unterrollen, sind die identisch oder sitzen die vielleicht 2 Zehntel versetzt? Selbst 2 Zehntel machen im Profil sehr, sehr viel aus. Dann, wenn wir alles so stehen haben und stellen fest, oh, hier ist noch mal so ein, hier stimmt noch mal was nicht, dann vergleichen wir das mit der FEA zur Praxis. Denn wir haben ja vorher eine FEA gemacht, haben festgestellt, das funktioniert und in der Praxis funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Wir gehen dann Stich für Stich durch und schauen, ach, wir haben in Station 23 zu viel Kraft aufgedrückt, also die Oberrolle zu sehr abgedrückt, ja, sagen wir dazu. Und dann wird die eben doch mal gelöst. Oder in Station 16 ist es vielleicht zu locker. Dann müssen wir da wieder anziehen. Und das sehen wir in der FEA, theoretisch, und in der Praxis, was ist da wirklich? Und die Rückmeldung, das heißt, wir gehen nicht nur von der Theorie, wir gehen dann auch in die Praxis rein. Und die Rückmeldung von der Praxis zur Theorie ist für uns dann auch sehr wichtig, um sagen zu können, okay, hier müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen was nachbessern. Was aber in den seltensten Fällen vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Problemlösung beim Profilieren. Ja. Haben Sie Probleme bei der Einformung? Viele Kunden sagen, ach Herr Steinacker, ich habe da ein Problem. Andauernd löst sich der Zink von der Rolle, vom Material und setzt sich an der Rolle fest. Oder das lackierte Band, jedes Mal habe ich Spuren da drin. Ja, was kann ich da tun? Das Erste ist, wir schauen, ob die Spuren wieder stimmen. Das heißt, wir gucken, ist es richtig ausgerichtet? Wir schauen, sind die richtigen Rollen drin? Ja, manchmal wurden auch verkehrte Rollen eingesetzt. Dann schauen wir, welche Emulsion habt ihr da drin? Eine Emulsion ist ganz, ganz wichtig, ist der Schmierstoff zwischen Rolle und Material. Ja, also man sollte das nicht unterschätzen. Das nächste ist, sitzen die Achsen auch wirklich richtig? Das heißt, stehen die in der Waage oder stehen die oder sind die versetzt? Ja, sie haben ja 2 Gerüstseiten. Und die setzen Sie mit Spiral an und dann können Sie hoch und runter fahren. Und wenn da schon ein Unterschied ist, haben Sie ein Problem. Wichtig für Ihren Chef und für alle anderen, wollen Sie Einbauzeit sparen? Ja, natürlich wollen wir Einbauzeit sparen. Wer will das nicht? Sie haben eine alte Kalibrierung, also einen alten Rollensatz und machen das über, ich sage jetzt mal, 15 Stationen. Und dann sagen sie immer, jedes Mal 15 Stationen einbauen, mein Gott, kann man da nicht irgendwo was machen? Ja, geben Sie uns die Einbausituation, sprich den Plan mit den Rollen. Wir schauen in FEA nach und können dann sagen, ja, Sie können zum Beispiel bei 15 Stationen, ich sage Nummer 1, vielleicht Station 10 weglassen oder vielleicht Station 8. Oder vielleicht 2 weglassen. Warum? Weil vielleicht die Rollen gar nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Und das kann vielleicht noch ein anderer übernehmen, nämlich eine andere Station. Und wenn Sie dann eine Station sparen oder 2, haben Sie schon sehr, sehr viel Zeit gespart. Das können wir prüfen. Wir können Ihnen aber nicht garantieren, dass es so ist. Ja, wir können es prüfen und wenn wir sehen, es ist möglich, natürlich kriegen Sie da Rückmeldung und wir sagen dann, holen Sie mal die Station raus. Wir fahren dann mal
mit 14 Stationen oder mit 13 Stationen. Mal schauen. Ja? So. Haben Sie Werkzeugbruch oder hohen Verschleiß? Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Sie fahren und jedes Mal geht die Rolle 25 kaputt. Immer wieder bricht die irgendwo aus. Was macht man dann? Dann muss man überlegen, ob man vielleicht die Verformung etwas anders gestaltet. Vielleicht mit einer Seitenrolle oder mit einem Schrägrolle, ja, oder mit einem speziellen Ring dort einzusetzen. Und das Gleiche gilt auch für den Verschleiß. Vielleicht müssen wir mal anderes Material nehmen. Ja, da können Sie auch mit uns reden, was es so an Materialien gibt, ja, die man einsetzen kann. Es muss ja nicht immer der 1.2379 sein, gehärtet. Ja. Oder vielleicht haben Sie verkehrte Rollen. Vielleicht haben Sie 2080 gehärtet auf 53 HRC. Dann geht vieles kaputt, beziehungsweise dann haben Sie einen hohen Verschleiß. Da können wir drüber reden, das können wir prüfen und können Ihnen sagen, in dem Falle haben Sie sehr, sehr hohe Drücke, sehr, sehr hohe Kräfte, die Anlage schafft es, aber Ihre Rollen schafft es nicht. Wir können dort sagen, setzen Sie das und das Material ein und setzen Sie vielleicht die Form ein kleines bisschen anders, dann ist das auch möglich. Manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht noch eine Station dazu bauen müssen. Das ist genauso wie einerseits Einbauzeit sparen, aber andererseits Rollen sparen bzw. Werkzeuge sparen. Jede Stunde, die Maschine steht, weil ein Werkzeugbruch ist, kostet richtig Geld. Geschweige denn, wenn Sie die Rollen überhaupt da haben. Ja? Und da kann man also auch mit uns drüber reden und wir prüfen das mit unserer Finite-Elemente-Analyse. Schulung von Mitarbeitern. Cobra RF ist ein sehr, sehr tolles Programm, aber auch sehr komplexes Programm. Und hier ist es wichtig, die Mitarbeiter zu schulen. Nicht ins kalte Wasser schmeißen und sagen, hier hast du das Programm, AutoCAD kennst du und hier mach mal Cobra und das ist doch alles kein Problem, das machst du mal, tak, 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 hast du dann die Profilblume. Nein, da ist viel, viel mehr hinter. Ja, da muss man gucken, wie verhält sich das in der Blume, wie läuft das Material, wie fließt das Material, ja, Längenausgleich im Material, das ist auch sehr wichtig. Oder Sie machen von 0 auf 90 Grad, ja, teilweise geht's bestimmt, aber die Hitze, die da passiert, ja, im Radius, die ist immens und dann haben Sie einen schnellen Bruch. Also die Schulung für Cobra, sprich einfach diese 2D, sehr, sehr wichtig und dann natürlich das Sahnehäubchen Cobra FEA RF, das heißt finite Elemente. Und jetzt mal überlegen, der Konstrukteur macht die Profilblume, das muss er eh machen. Der macht auch die Rollen, muss er eh machen. Und dann, früher sind wir hingegangen und haben die Rollen gefertigt, haben die Maschine dann angehalten, haben die Mas Rollen draufgepackt, was sie bis jetzt dann vielleicht auch machen müssen. Natürlich müssen sie das machen. Und dann ist es so, Sie fahren rein und stellen fest, oh, in Station 8 habe ich ein Problem. Oh, da läuft das Profil raus. Ah, da bricht das Profil. Oder es reißt. Oder sonst irgendetwas. Anhalten, alles wieder ausbauen, Maschine steht, Rolle abdrehen oder vielleicht eine neue Rolle machen. Maschine steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stunden. Vielleicht haben sie Akkord und dann wird ein anderes Profil drauf gemacht. Dann weiß der Konstrukteur immer noch nicht, wo ist denn da noch der Fehler. Jedenfalls kostet es viel, viel Geld, wenn eine Maschine steht. Mit Cobra RF haben sie das schon mal simuliert. Sie stellen fest, in Station 8 in der Simulation läuft das Profil aus der Rolle raus. Okay, ich muss hier was machen. Ich muss eine Seitenrolle oder ich muss irgendwas mit der Rolle machen. Und so können Sie Stich für Stich, können Sie in der Konstruktion, können Sie erkennen, was da passiert. Keine Maschine steht, nein, Ihr Computer läuft. Und in der Zeit, wo Ihr Konstrukteur die nächste Blume macht für nächstes Profil, läuft Cobra RF im Hintergrund weiter. Ja, der rechnet automatisch, der rechnet über Nacht. Das ist gar kein Problem für den. Und am nächsten Tag sehen Sie das Ergebnis und können dann auch wieder gucken, okay, ich muss hier was machen. Aber
keine Maschine steht, denn wenn so eine Maschine steht, kostet das, ich sage jetzt mal eine einfache 50er Welle, 150 Euro die Stunde, 200 Euro die Stunde. Die Maschinen, die ich kannte, haben 900 Euro die Stunde gekostet. Und glauben Sie mal, wenn die Maschine dann so 5 Stunden stand, weil irgendeine Rolle nicht so funktionierte, dann stand aber mein Geschäftsführer und Betriebsleiter und alle zusammen standen an der Maschine und sagten, Steinacker, wenn du jetzt nicht langsam fertig machst, dann schmeißen wir alles wieder raus an Rollen. Somit ist Cobra FEA ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann es jedem empfehlen. Ich wäre froh gewesen, ich hätte es damals gehabt in den jungen Jahren. Heute habe ich es und ich bin davon überzeugt, es ist sehr gut und habe es auch hier und da an vielen praktischen Einbauten gesehen und habe auch mit meinen Kollegen, die das mitentwickelt haben, immer wieder gesprochen, gesagt, pass mal auf, wir müssen da noch was machen. Also Theorie und Praxis kommt da immer wieder zusammen. Schulung im Hause DataM oder beim Kunden. Ich empfehle, wirklich empfehle jedem, die Schulung im Hause DataM zu vollziehen. Warum? Die Leute haben Ruhe, die Leute können Fragen stellen, natürlich, und können dann auch mal diskutieren, ja, mit dem einen oder anderen Konstrukteur, der sich damit auskennt und sagen kann, pass mal auf, das sieht so aus, das kannst du so machen, das ist so möglich und so weiter und so fort, ja. Keiner stört, keiner kommt rein und sagt, Heinz, du musst meine Maschine, musst das angucken. Oder sagt, hey, wir haben hier noch was, da musst du noch mal ganz schnell machen, lass mal alles liegen. Nein, Schulung muss in Ruhe laufen, damit man sich Notizen machen kann und damit man auch sieht, aha, ich habe es verstanden, so geht's. Auch Online-Schulung ist möglich. Ja, unter Corona hatten wir sehr viele Online-Schulungen und da war natürlich der Mitarbeiter zu Hause und war natürlich auch, ich sag mal, ja, ungestört. Wenn dann die Online-Schulung im Betrieb gemacht wird, bitte schließen Sie ab. Schließen Sie das Büro ab. Sehen Sie zu, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern, die auch Cobra lernen wollen, zusammensitzen, diskutieren. Das Ganze über Online-Schulung können Sie natürlich dann auch Fragen stellen. Und wir können es ja auch splitten und können dann sagen, wir machen nur vormittags. Und beim nächsten Mal machen wir nur nachmittags. Wie auch immer. Ja, das ist alles möglich. Aber ich sage nochmal, Ruhe, Ruhe, Ruhe beim Schulen. Ganz, ganz wichtig. Ja, hiermit kommen wir zum Ende und ich bedanke mich, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, bitte schicken Sie mir eine Mail oder beziehungsweise an datam@datam.de und ich freue mich dann auf Ihre Anfragen und wenn Sie irgendwo Probleme haben, melden Sie sich, wir sind jederzeit für Sie da. Recht herzlichen Dank, Ihr Peter Steinacker.